Kaum ist ein Splatfest vorbei, steht schon das nächste vor der Tür. Willkommen zurück zu Splatoon 3. Aufstiegskampf heute im Programm. Und am 10. August findet das nächste Splatfest statt. Was könntet ihr jeden Tag essen? Brot, Reis oder Spaghetti? Ja, ich muss ehrlich sagen, alle drei. Aber wenn ich eins wählen müsste, wäre es vermutlich, also ich tendiere zu Team Spaghetti. Weil, ja, also eigentlich könnte ich jeden Tag Pizza essen. Aber so eine Pasta geht halt auch immer, ne? Reis ist auch cool. Ist ja quasi Brotersatz in den asiatischen Räumen. Und ja, eigentlich isst man ja auch irgendwie jeden Tag Brot. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich esse, glaube ich, jeden Tag oder fast jeden Tag ein Brotaufstrich. Also, Brot ist quasi jeden Tag dabei. Naja, ich bin mal gespannt, was ihr da so wählt. Aber ich tendiere im Moment zum Team Spaghetti. Die Farben sind rot für Brot. Hä, das reimt. Ah, Moment, weiß für Reis. Und grün für Pasta. Ja, es geht aber auch nur... Oder? Warte mal. Red is red. Rice is white. Und Pasta is green. Ja, es geht... Es ist nur Zufall. Okay, alles klar. Nur zufällig. Na, egal. Jedenfalls, rot und weiß wirken so ein bisschen wie Ketchup und Mayo. Und grün ein bisschen Wasabi-like. So ein Giftgrün. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch Zeit, also 10. August, das ist noch, ja, es dauert noch ein bisschen, fast einen Monat. Aber witzig, wurde heute angekündigt, so um die, ja, mittags. Aus dem Nichts quasi, also hätte jetzt nicht mit der Splatfest-Ankündigung gerechnet. In-game natürlich noch nicht, das passiert erst, glaube ich, eine Woche bevor es beginnt, wegen den Vorrunden und so. Aber ja, ich tendiere zu Reis oder Spaghetti. Aber ich bin mehr auf der Seite der Spaghetti. Aber ich lasse gerne auch ein bisschen die Zuschauer ja, beeinflussen. Okay, erster Win. Aufstiegskampf, wie gesagt. Noch zwei und wir sind im neuen Rang. Im neuen alten Rang wohlgemerkt. Ich glaube, wir sind gerade im B-Bereich und können A- erreichen. Das ist immer noch nicht Peak von mir. Aber wir steigern uns. Und jetzt fällt es mir gerade auf. Ich habe vergessen, unsere Bär GmbH-Ausrüstung anzuziehen. Die wir uns gestern freigespielt haben. Aber die Axolot oder wie man sie nennt, Kapuze, ist einfach zu gut. Was ist das überhaupt? Also ich habe jetzt gerade beim Gegner gesehen, die tragen die. Ist das so eine Art Schweißermütze oder wie? So ein Schweißerhelm? Ist aber keine Referenz an irgendeinem Kinofilm. Oh ne, was soll das sein? Ja, doch. Das. Oder, nee, ist das, nee. Okay, morgen spielen wir mit dem Helm, okay? Versprochen. Heute vollkommen vergessen. Aber wir sind ja auch gleich durch. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Warte. Ich spiele übrigens auch den letzten Regenschirm, den wir noch zu spielen haben. Der ist ziemlich cool, weil der Dauer schützt und schießt. Ich finde nur, die Ult ist nicht besonders stark. Also diese... Keine Ahnung. Wenn jemand diese Wand spielt oder maint, erklärt mir mal, wie man die am besten einsetzt. Weil ich habe das Gefühl, dass die halt rein gar nichts bringt. Die blendet sogar das eigene Team, ne? Weil man sieht halt selbst nicht so wirklich rüber. Okay, warte. Den da hole ich mir. Den Bogenschütze. Ah, ist tot. Okay. Das Coole ist halt diese Sojabomben, die halt den Gegner schön abfangen. Man kann da schön mit Winkel arbeiten.
die so ein bisschen baiten. Aber es läuft gut. Es läuft wirklich gut. Ich habe eine Testaufnahme gemacht, also ein Testspiel, um warm zu werden. Und es lief gar nichts. Da lief einfach gar nichts. Ach, und gestern, Mann. Gestern war eine Folge, die wollte ich eigentlich nicht hochladen, aber es war halt eine Zuschauerfolge. In Zukunft überlege ich mir, ob ich da die Facecam benutze und wenn, dann vielleicht so, dass ich sie halt auch rausnehmen kann, wenn ich mit der Synchro nicht allzufrieden bin, weil das Spiel heißt natürlich nicht Mio, sondern M-Mio, das neue, also neue, das Horrorspiel, was angekündigt wurde. Viel ist darüber ja nicht bekannt. Und ansonsten war es halt wirklich so eine Wasserfallfolge, nenne ich das jetzt mal. Also einfach drauf losgelabert, weil kein Thema. Und dann irgendwas geschmackt. War cool, die Vergangenheitsthemen waren schon witzig, aber ich glaube, ich habe manchmal so ein bisschen zu weit ausgeholt, oder? Die Resonanz war ganz positiv dennoch, also das war dann doch nicht so schlimm, wie ich das empfinde, aber wie gesagt, ich bin eigentlich, wenn ich mit dem Video fertig bin, es abgeloadet habe, nie so ganz zufrieden. Also es gibt wenige Videos, wo ich sage, ja, das könnte jetzt, ja, das ist perfekt. Perfekt eh nicht, aber nah dran. Das gestern war gar nicht nah dran. Aber das fand ich cool. War cool, wieder in Nostalgie zu schwimmen. Und ein bisschen durch diese alten Games zu googeln. Ja, jetzt müssen wir aber ein bisschen wieder den Angriff mobilisieren. 18 Punkte. Ja, die sind kurz davor, ne? Das ist nicht mehr so weit. Das täuscht halt. Ah, Leute, 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 bitte, 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 stoppt diesen Turm! Ja, jetzt dürfen wir die ganze Chose neu machen. Ja, es wird ja was. Ja, ich versuche jetzt diesen. Ich glaube, ich versuche. Ja, die haben halt alles Range-Waffen, ne? Ja, die Sojabomben werden jetzt gespammt. Ich schleiche mich da jetzt hinten ran. Ah, guck, das war ein guter Fleck. Ich hätte zielen sollen und dann erst schießen. Ich mache das immer falsch, Mann. Aber auch in anderen Shooters. Ich bin da so braindead. Ja, guck, jetzt kriege ich ihn halt, ne? Jetzt zittert der. So, da kommt diese Wand. Er schießt trotzdem durch. Okay, also so richtig schützen tut das halt auch nicht. Wo kommt der jetzt her? Ach, der war hinter mir. Der hat's halt richtig gemacht. Oh, besieg ihn. Nein. Oh. Das war Betrug. Das war Internet Connection, die wieder scheiße war. Gib uns Server, Nintendo, please. Guck, was ist das? So ein Star Wars Helm, ne? Mit so einer GoPro drauf. Hm. Sieht weird aus. Ja, dann versuchen wir es halt erneut. Diesmal auf der Rum- und Rahmen-Map. Oder wie die heißt. Wo eine große Schüssel. Ja, nicht Pasta, ne? Also, ich weiß nicht, diese chinesischen Nudeln nennt man halt nicht Pasta. Ne? Mit Pasta sind schon italienische Gerichte gemeint, oder? Ich bin ein großer Fan, also vom Pesto. Aber leider können die wenigsten Restaurants das richtig gut zubereiten. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe nur einmalig in einem Restaurant ein gutes Pesto gegessen. Selbst gemacht habe ich es noch nie probiert. Also, dass ich es selbst mache. Aber selbst gemacht schmeckt bei Pesto meist besser. Okay, ich muss hier irgendwie wieder hoch. Das ist jetzt das Problem. Bei der Map weiß ich nie, wie man wieder hochkommt. Da gibt es da diesen Berg, aber kann man irgendwie nicht einfärben. Üben auch eine Menge Druck auf uns aus. Was haben die erreicht? 38. Zwei Checkpoints schon. Oh, das ist wild.
Oh, guck, wie schön das schützt, ne? Wenn einem nicht die Tinte ausgeht, bevor die Verfolgermine da explodiert. Aber ich mag natürlich auch das klassische Spaghetti Bolognese. Richtig geil. Auch selbstgemacht. Genial. Wenn du halt weißt, welches Fleisch reinkommt. Kennt wer Salsiccia? So eine italienische Salami. Unfassbar geil. Also das in eurer Tomatensauce. Oh mein Gott. Die Tomatensauce kriegt so einen geilen Geschmack. Probiert das mal. Probiert mal Spaghetti Bolognese mit Salsiccia drin. Oh mein Gott, ist das heftig. Ich habe mal eine Doku auch gesehen, wo man eine richtige, ich glaube es war sogar eine richtige Bolognese vorbereitet hat. Da kommen 4 verschiedene Sorten von Fleisch rein. In einen riesen Topf. Und oh mein Gott, ich hätte so gerne mitgefuttert, Mann. Das sah so geil aus. Ja, also der Stream wird wieder böse, weil da wird es nur ums Essen gehen. Und ich rede gerne über Essen. Und viel. Ja, mein zweites Hobby neben Gaming ist Essen. Ich könnte stundenlang drüber reden. Was ist denn euer... Okay, nenn mir mal, was ihr am gerne, also am meisten auf Brot essen würdet. Eure Lieblingspasta. Und, ja, bei was ihr am liebsten Reis esst. Auf Brot esse ich ganz gerne, ja, eigentlich jeden Schmelzkäse. Ich glaube, das ist das Geilste. Und dann, kurz. Dann reismäßig. Ich würde Reis immer so ein bisschen angeröstet. Mit Geflügel oder mit Fisch verspeisen. Dann noch geil Spinat dabei und das dann so miteinander vermischen. Oh, ein Traum. Ein absoluter Traum. Ich liebe Spinat. Ja, und bei Pasta, ich würde sogar sagen, Standard Bolognese ist geil, aber ich mag auch Carbonara. Carbonara ist auch heftig. Aber ja, ihr merkt schon, bei Pasta gibt es so viel geiles Zeug, was man essen könnte dazu. Also welche Soße, welches Fleisch. Ja, ich glaube, es wird mein Team. Also... Weiß nicht, ob mich da noch Zuschauer umstimmen können. Außer der Aufschrei wäre jetzt so groß, dass... Ja, dass ich dann doch für ein anderes Team stimmen muss. Aber ich glaube nicht. Ich bleib bei Pasta. Das wäre dann auch wieder das Team Mantaro. Aber gut, ich gehe halt nicht mehr auf die Idols. Früher, am Anfang habe ich das gemacht, aber... Ja, mittlerweile juckt mich das halt nicht mehr. Ich weiß aber, dass es weiterhin Shiver Sims gibt, Mantaro-Fans. Und Muri hat auch seine Community. Wir hatten dieses Thema schon. Ne? Ah, nein, ich hätte auf den Turm müssen. Egal, wir haben uns mehr oder weniger gut zurückgekämpft. Ja. Das war's dann aber auch schon wieder für heute. Beim nächsten Mal ziehen wir uns dann diese merkwürdige Mütze auf. Und mal schauen, was dann so geht. Bis dann und tschüss.